Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War Remastered. Letzte Runde haben wir die Ariminum befreit, sag ich mal. Also der ist uns entgegengekommen, die feindliche Armee. Dann, was ist noch passiert? Genau, hier ist eine Fullstack-Armee, also fast, also 16. Knackige junge Männer, das haben wir letztes Mal eigentlich schon angeschaut. Das sind zwei Kavallerie, eine Druideneinheit, eine Fernkampfeinheit und sonst alles nur die Kriegsbande. Das Problem ist, alle sind sehr fit. Also ist komplett voll. Euer Ehren. Ich werde sofort mit Ihnen reden. So, also Handelsrecht, Karteninformation und du gibst uns auch Karteninformation. Äußerst großzügiger Vorschlag. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. So, sehr schön. Okay. Dann sind die also mit Karthago im Krieg, weil das da war vorher Karthago. So. Aber das ist schon mal super, dass wir mit dem auch Handelsding, Dingsterbumster haben. Jetzt werde ich mal hier Schnittholz. Warte, hier gab's doch hier Gold. Beschaffe Waren. So. Ist das jetzt richtig so? Agent hat ein Monopol auf Holz. Entschuldigung, ich wegen hier Holz. Auf Gold. Gesamteinkommen pro Zug 56. Für weitere Informationen. Wie kann ich dienen? Geborener Kaufmann hat schon in jungen Jahren ein ungewöhnliches Verständnis dafür gezeigt, wie man mit Geld arbeitet. Plus 2 Finanzen. Das ist nice. Okay. Ja, cool. Dann ist das jetzt so. Dich habe ich schon bewegt. So, ja, ich würde sagen, jetzt ist es an der Zeit für unsere erste große Schlacht. Puh, das wird eine interessante Schlacht. Warte, ich speichere mal. Warte. Ja doch. Es ist ziemlich ausgeglichen. Also, der hat 714, wir haben 600. Ja, so. Also wir haben 5 Sterne General. Einfluss, sein Wort verfügt über Gewicht. Und in den wenig wichtigen Palästen der Welt. Was? Ja, okay. Verwaltung, ja, okay. Da bin ich mal gespannt. Vor allem, ich bin auf die Druiden gespannt. Es sind zwar nur 16, aber die haben gut gepanzert, sehr gut Ausdauer und ausgezeichneter Kampfgeist. Ja, das wird interessant. Vor allen Dingen, weil die. Der Sieg ja. Ist nahe. Wenn alle ihre Pflicht als Römer tun, wird es unser Sieg sein. Widmet euch eurer Aufgabe. Dann wird alles gut. Heute kämpfen wir gegen die Gallier. Es sind ebenso würdevolle wie tapfere Krieger. Die Hälfte unserer Krieger stehen auf diesem Feld. Und jeder von euch ist mutig. Da wir so viele sind, können wir Waffenbrüder nicht weniger tun,
als alles für den Sieg zu geben. Das werden wir tun. Für den Sieg. Jo. Einheiten, wartet auf meine Befehle. So. Das ist übrigens gerade ziemlich interessant. Die Form der des Gebiets, wo wir aufstellen können. Ich glaube, das bedeutet, dass wir angreifen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Dass unsere Aufstellung historisch ist. Also hier Triari, ja. Triari waren ja die, die in der dritten Reihe waren. Nee, Velitis will ich nicht. Astarte hier. So. Ich sortiere die mal so, weil wenn ich die dann vorschicke. Und die nicht in einer Reihe sind, dann kommen die komplett durcheinander. Hastati, Hastati. Okay, das ist eigentlich Vorstrafe, okay. Bogenschützen. Aufs Schnellste. So, die durch hier rein. Ja, wobei, die kommen hier hin. Okay. Einheiten. Truppenformation. Einheiten. 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 Greift er an? Eigentlich müsste ich angreifen, ne? Aber er greift, glaube ich, an. Hier sind die Druiden. Ah, die haben diese hässliche. Wie heißt das Schwert von denen? Ah, weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay, nee, er greift nicht an. So. Jetzt können wir auch mal wieder sehen, breite Aufstellung gegen. Gegen tiefe Aufstellung. Bogenschützen. Greif schnell an. Astati. 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 Einheiten. Männer. Einheiten. Astati. Angriff. Astati. 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 Warte, nee, das war nicht so geplant. General Roster. Sieht gerade nicht so gut aus.
Das Ding ist halt, man kann hier nicht wirklich sehen. Also die Übersichtlichkeit hier ist nicht sehr gut. Also da ist das in Rome 2 schon um einiges besser. So, das ist schon mal gut. Ist auch gut. Okay, jetzt sind sie gebrochen. Aber ja, war auf jeden Fall nicht sehr erfolgreich. Okay, so sieht man sogar das noch ein bisschen besser. Der Feind zeigt sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Rom verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. So, uiuiui. Ja, ich habe gut die Hälfte verloren. Okay, aber ja, er hat fast alles verloren. Das ist schon ganz gut. Ich glaube, an sich habe ich niemand wirklich verloren. Also 32, 33 hier. Verluste zugefügt. Der General war nicht schlecht. Hastati war gut. Die waren auch gut. Ja, gut. Equities haben nur noch 6. Hier 4. Hier 4. Uiuiui. Ja, aber wir haben gewonnen. Das ist ganz gut. Jetzt werden wir mal in die... die eine Stadt, der Name ich... Mediolanum. So. So. Gut, da werde ich jetzt mal da reingehen. Hier ist natürlich jetzt unpraktisch, dass zu Diensten. Zu Diensten. Ist natürlich unpraktisch, dass der jetzt hier reingegangen ist, aber mei. Das kann man nicht ändern. So. Aber wir haben gewonnen. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Volljährigkeit. Diplomatische Info. Karthago und Ding. Und unser Senat sind im Krieg. Britannien und Dakien. Genau, hier ist jetzt der Händler drin. Warte, jetzt empfiehlt sich eine Rodung. Das dachte ich auch jetzt für die Straßen. Aber ich will erstmal hier öffentliche Ordnung, Bevölkerungszuwachs. Ich mach mal hier zuerst die Straßen. Da können wir hier, ja, Rodung. 600 kostet Rodung. Das ist schon ein bisschen happig.
Was können wir denn hier machen? Hier könnten wir einen Tempel. Schrein des Keres. Öffentliche Ordnung und Bevölkerung. Ja, das dachte ich mir auch. Gut, wir sind auf einer Wellenlänge. Madame. So, den habe ich noch nicht. Euer Ehren. Ja, dann, also das mache ich nächste Runde. Du. Ja. Das passt schon. Gut, Admiral. Untätig seit 3 Runden. Das geht ja gar nicht. Wieso habe ich hier eigentlich... Ah, okay. Hier. Ich habe das Schiff als zusätzliche Einheit bekommen. Ich habe mich schon gewundert, dass ich hier ein Schiff habe. So. Okay. Ah, nee. Ach, oh, Schmarrn, was mache ich denn? Ich muss hier rüber. Ah, ich muss hier rüber, weil ich muss ja hier Salona einnehmen. Für unser Senat. Entschuldigung. Ich habe gerade etwas gekleckert. Okay. So. Also. Was haben wir denn? Diplomat. Okay, das ist ein Diplomat. Das ist in Ordnung. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ach, kann ich gar nicht. Uiuiui. Das ist nicht sehr schön. Befehle? Marschieren! Stoßt vor! Nein. Oh, ihr. Befehle? Ihr Befehle. Ich habe euch eigentlich rausgeschickt. Dann habe ich auf den geklickt und habe hier. Aber egal. So. Fortbildung. Gut, ich mache zuerst die fast tot sind. So. Gut. Jetzt habe ich ja zwar fast nichts mehr, aber das macht nichts. Achso, das ist nur einer. Ja, lol. Agent entsenden. Hier. Okay. Gut. So, das muss ich dann wirklich in der nächsten Runde in Angriff nehmen. Das ist ja nicht schlimm, das ist nur ein kleiner Pups. Marschieren. So, Baubericht. Baubericht, bla bla bla. Es wäre eine gute Strategie, jetzt Tati auszubilden. Es empfiehlt sich eine Rodung. Immer Rodung und Hastati, ne? Ich hab schon wieder die Agenten vergessen. Ja. Rudert um euer Leben! Ey, was für ein Penner? Ja, jetzt ist sie weg.
Flotte bereit! Wieso kann die da nicht durch, weil der da steht, oder? Setz die Segel. Ich hoffe mal, der geht da weg. Flotte bereit. Ich warte hier auf ihn. So. Befehle? So. Dann mache ich das da. Dann nächste Runde gehe ich da rein. Der da geht ja jetzt da rein. Hm. Ja, der wartet hier noch. Kleinstadt wächst. Das ist schön. Hat sich eine Größe erreicht, aufgrund der deren sie die Stadt verbessern können. Hierdurch wird der Bau neuer Gebäude ermöglichen. Um dies zu tun, müsst ihr die Stadtvilla zu einem Stadthalterpalast ausbauen. Ihr könnt dies auch später tun, doch wenn die Bevölkerung weiter wächst, nimmt durch die Verschmutzung zu. Ah, okay. Okay. Ah, hier, Statthalterpalast. Alter, 1400. Aber dann können wir sogar Holzmauer machen. Hier auch. Ja, nice. Gut, aber das wird teuer. 1600 und hier 1400. Da muss ich dann mal sparen. Ausbruch des Ätna. Uiuiui. Nice, cool. Der Gold, der Gold. Der Gott Vulkanos, hat die griechische Stadt in Naxos zerstört, indem er den Ätna ausbrechen ließ. Tausende sind unter der verringen Lava ums Leben gekommen. Oje. So, okay. Wir könnten auch... Warte mal, man kann doch... Warte mal. Oder hier, der auch, ne? Man kann doch irgendwie... auch mit denen was bauen, oder nicht? Ja. Nee, das weiß ich gerade nicht mehr. So. Gut. Gut, dann mache ich. Nee. Herr. Euer Ehren. Nee. Ich mache hier nichts. Was? Sofort. Ohne Zögern. Ich werde sofort mit. Wieso hatte der Hafen unsere. Seine Karteninformation. Würdet ihr erwägen? Keiner zahlt ein Tribut. Von 300 je Runde, 6 Runden. 300 pro. Also. Das sind 1800. Deren Forderung.
Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Ja. Alter, was für ein... Wie kann ich dienen? Agent hatte... Okay. Ich dachte gerade, der wäre nicht mehr auf den Gold, aber doch. Die mit Hastati. Diese Händler in dieser Siedlung zu bauen. Habe ich hier einen Händler? Hä? Einen Händler in diese Stadt zu bauen. Achso. Ja, ist Händler und so. Könnte ich sogar machen. Aber ich will jetzt sparen. Damit ich eine bessere Stadt bauen kann. Ist das ein Spion? Ja, wahrscheinlich. Der ist drin. Der ist innen drinne. So, okay. Was hat er denn da? Nicht viel. Ja. Unser Spion hat es geschafft. Ägypten und Numidien, ja, im Krieg und Bündnis gebrochen. Germanien und Dakien haben ein Bündnis gemacht. So, 1400 habe ich jetzt. Dann würde ich mal unsere Hauptstadt ausbauen. Sehr nice. Und danach können wir da dann auch den Händler bauen. Ich glaube, das ist sogar dann... besser. Gut. Die sind fertig. Ja, die sind halt... Die sind fast tot. Wie kann ich die denn wieder heilen? Ich dachte, ich kann die heilen, indem ich sie fortbilde. Aber ja, Fortbildung ist ja was anderes. Dass die nicht automatisch heilen. Aber ja, das ist halt in Rome 2 so. Die sind halt auch fast tot. 4 von 42. Warte mal. Formation. So besiegen sie eine Phalanx. Das ist schon sehr interessant, dass es in Wiki steht, also in Rome Wiki. Wie man eine Phalanx besiegt, also naja, okay. Armeenrekrutierung. Stärkezähler für Einheiten. Erfahrung, Bewegung, Angriff mit Verstärkung, Generäle, Leibwächter, Liste Armeen. Zusammenführung, Aufteilung von Armeen. Also nee, das weiß ich ja. Hauptleute, Liste der Armeen. Ah, okay. Angriff mit dem Zusammenführen, Aufteilen. Okay, also Zusammenführen von Armeen, ja. Nee, das weiß ich ja. Ich will herausbekommen, wie man die Einheiten heilt. Rekrutierung vielleicht.
Gebäude für Rekrutierung, Qualität von Rüstung und Waffen, Zusammenführung und Fortbildung. Ja, 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 genau, das war's. So, Zusammenführung von. In der Schlacht werden manche Einheiten auf wenige Männer reduziert. Sie belegen jedoch immer noch eine von 20 Deckplätzen in der Aufstellung einer Armee. Um Einheiten mit weniger Männer in der Armee über sich zusammenzuführen, bewegen sie eine Einheitenkarte über der mit weniger Männer per ziehen und ablegen. Die beiden Einheiten werden nun als eine einzige Einheit zusammengeführt. Wenn Einheiten zusammengeführt werden, behalten die Soldaten alle Erfahrungen und Aufrüstungen. Die Zusammenfügung erfahrener Einheiten zu einer einzigen Veteraneneinheit ist oft die beste Taktik als ihr Talent, über mehrere schwächere Einheiten zu verteilen. Keine Einheiten kann durch Zusammenfügung größer als die maximale Größe gemacht werden. Überschüssige Einheiten verbleiben in ihrer ursprünglichen Einheit. Es gibt auch Tastenkürzel zur automatischen Zusammenführung, weil ne? Variieren basiert auf der Steuerung, die sie nutzen, also die herkömmliche oder die moderne Total War Version. Fortbildung von Einheiten. Eine Einheit kann in jeder Siedlung, welche weitere Einheiten desselben Typs rekrutieren kann, fortgebildet werden. Fortbildung funktioniert genauso wie Rekrutierung. Zur Fortbildung verfügbare Einheiten werden in der Fortbildungsliste angezeigt. Einheiten mit voller Leistung können ebenfalls fortgebildet werden, um ihre Waffe und Rüstung aufzurüsten. Einheiten werden immer mit der besten Waffe und Rüstung rekrutiert, die ihnen in der Siedlung, in der sie rekrutiert werden, zur Verfügung stehen. Wenn sie jedoch eine Siedlung betreten, die eine bessere Ausstattung bietet, können sie durch Fortbildung aufgerüstet werden. Fortbildung kostet Zeit und Geld. Während der Fortbildung wird die Einheit aus der Garnison entfernt und trägt nicht zur öffentlichen Ordnung bei. Okay, alles klar. Okay. Also, die können nicht geheilt werden. Imperator? 40 von 40. Okay, 40 ist maximal. Dann kommt ihr mal zusammen. Oh, das war schon, oder? Ja, das war schon. Ihr kommt zusammen. Ja, lol. Gut. Ich habe kein Geld mehr für irgendwas, oder? Nee, hier kann ich Stadtwachen rekrutieren. Ja, kein Geld mehr. Ja, gut. Also die werden sich dann mal Richtung hier bewegen. Befehle, weiter. Befehle. Weil dann werden sie hier ein paar Einheiten mitnehmen. So. Edler Meister? Ja, ich bin edel, ganz genau. Ohne Zögern. So, ohne Zögerung, ja. Zögern sieht ein bisschen anders aus, aber okay. Das kann ich nicht tun. So, ja, doch, mach mal. So. Und wir spielen schon wieder viel zu lang. Wollte ich nicht aufhören? Gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Nächste Folge werden wir Patavium einnehmen. Das müssen wir jetzt mal einnehmen, damit wir hier mal ja weiterkommen. Ich werde mal versuchen, weil in den nächsten drei Runden werden wir hier den Palast aufbauen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann Neues bauen können. Also die Hastati und Triari und so können wir natürlich extrem geil ausbauen. Genau, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, schaut mal bei den anderen Let's Plays vorbei. Da spiele ich Total War 2.
Und es ist doch recht anders, aber nicht schlecht anders, finde ich. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.